Im Dunkel des Zimmers die Abwesenheit des Tick-Tack. Dann hörten sie es. Jemand war auf der Terrasse. Es waren keine Tiere, denn Tiere gibt es nicht. Ein brauner, kompakter Block, der sich aus dem Grün heraushebt. Verschwommene Flecken tanzen vor meinen geschlossenen Augen. Ich muss wissen, was das ist. Ich nicke im Bus ein und der Fleck kehrt wieder mit dem gleichen Nachdruck wie all diese Jahre. Er taucht hin und wieder aus der Tiefe des Gedächtnisses auf. Jedes Mal, wenn er auftaucht, erstarre ich. Dann kann ich die Arme nicht bewegen. Hände und Beine sind eingeschlafen. Für kurze Zeit ein beängstigendes Gefühl. Denn das Einzige, was in meinem Gedächtnis bleibt, ist der Fleck, der sich langsam bewegt und ich gelähmt. Halb tot, jedoch bei Bewusstsein. Ich kehrte nach Hause zurück. Beim Barbier war es voll, die Temperatur etwas gesunken. Die Menschen schwitzten und unterhielten sich leise. Sie sprachen langsam, niemand erregte sich, um keine Energie zu verschwenden. Einige von ihnen kannte ich, Nachbarn. Andere waren mir völlig unbekannt. Kein Duschen. Mein Neffe wollte kommen. Adelaide beklagte sich, dass er nicht angerufen und auch keine Nachricht geschickt hatte. Mama wird uns 2 Marken leihen. Ich schaltete den Fernseher ein und wieder aus. Ich beobachtete die durchlöcherte Hand, wollte gern hinausgehen. Aber wohin? Wenn es wenigstens noch den alten öffentlichen Park gäbe. Adelaide schaltete das Gerät wieder ein. Die Fernsehserie begann. Es war eins der letzten Kapitel. Adelaide sprach kein Wort. Ich folgte der Geschichte ohne Interesse. Dann schaltete sie den Ton ab und sah mich fragend an. Unglaublich, über wie viele verschiedene Blicke sie verfügt. Schauspielerin müsste sie sein, wenn sie nicht so beherrscht, so gehemmt wäre. Ich habe vor Nossa Senora Aparecida etwas gelobt. Wenn sie dieses Loch heilt, werden wir zu ihrer Kirche gehen und 2 Messen hören. Und deine Hand werde ich der Heiligen in Wachs opfern. Ich wette, dass die Nachbarinnen dich auf diese Idee gebracht haben. Ich habe mit Mama gesprochen. Sie meinte, ich sollte das tun. Es kostet doch nichts. Ich werde überhaupt kein Gelübde erfüllen. Lass mich doch mit der Hand in Ruhe. Sie begann zu weinen und ging in die Küche. Es ist mir egal, ob sie weint. Es geht mich nichts an. Nicht mehr. Ich schaue voll Überraschung die Möbel an, die ausgeblichenen Gardinen, den Stapel Zeitungen, die Schnittmuster, das Regal mit den Nippes, die heiligen Bildchen, Spitzendeckchen, den Porzellanaschenbecher. Ich komme mir vor, als sei ich nicht in der eigenen Wohnung, sondern bei einem Freund oder Bekannten. Als hätte ich diese Dinge nie betrachtet. So hässlich?
schön aufgereiht. Unnütz. Nie habe ich diese Tasse mit den blauen Initialen benutzt. Auch die chinesischen Teller nicht, die der Putzfrau nur Arbeit machen. Und diese Blumen, die sie jede Woche kauft. Immer dieselben künstlichen Blumen aus Plaste. Wunderbar nachgemacht mit Blättern und zarten Blüten, die sich weich anfühlen. Eines Tages, wie viele Jahre ist das jetzt her? Da verbrachte ich mehr als eine Stunde damit, die Blüte einer weißen Rose zu betrachten. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich eine richtige, keine künstliche Blume sah. Die Rose stand in der Ecke auf dem kleinen Altar zum Heiligen Herzen. Jeden zweiten Tag stellte Adelaide eine neue aus dem kleinen Vorgarten hin. Die Rose wurde von einem Tag zum anderen grau, mit einer Rußschicht bedeckt, die sich auf die samtenen Blütenblätter legte und nicht mehr wich. Als ich ein Blütenblatt zerrieb, blieb ein schwarzer Fleck in meiner Hand zurück. Wie Schuhcreme. Und dieses Fett klebte an den Fingern. Es ekelte mich. Ich musste daran denken, als ich an einem Nagel zog, der ein Lacktablett hielt. Seit unserer Hochzeit hing es dort. 10 Tage nach unserer Hochzeit hatte Adelaide die Wohnung fertig eingerichtet. Und alles blieb unverändert. Stand still. Da war dieser wackelige Nagel. Ich klopfte leicht auf den Rand des roten Tabletts mit chinesischen Mustern. Es fiel herunter, schlug mit der Kante auf den Boden und zerbrach. Die Stücke flogen umher. »Komm zum Abendessen«, rief Adelaide. Sie wollte nicht an den Tisch kommen und setzte sich mit dem Teller auf dem Schoß in eine Ecke. Wie eine Katze. Katzen waren merkwürdige Tiere. Hunde hasste ich. Konnte ich nie leiden. Ich weiß nicht warum. Warum diese Abneigung? Sie haben mir nie etwas getan. Vielleicht mag ich Wesen nicht, die andere lecken und servil hinter ihnen herlaufen. Seit vielen Jahren gehen wir um 11:15 ins Bett nach den Tagesnachrichten im Generalsender, bei denen Adele strickt. Sie kümmert sich nicht weiter um die Meldungen. Gehen wir schlafen? Schlug ich vor. Sie warf mir wieder einen Blick zu, diesmal leicht verwirrt. Wie? Vom Tisch ins Bett, ohne Radio zu hören? Wir putzten die Zähne, sie rieb sich das Gesicht mit Schwanenweiß ein. Sie hat eine schöne Haut. Seit wir verheiratet sind, lasse ich sie auf dem Flur zwischen Bad und Schlafzimmer vorgehen. Ich lege meine Hand auf ihre Schulter und so betreten wir das Zimmer. An diesem Abend macht sie zum zweiten Mal eine heftige Bewegung voller Widerwillen. Instinktiv und unbewusst. Als sie die Hand auf der Schulter fühlte, ich tue das unwillkürlich, kroch sie in sich zusammen. Ich hielt inne und zog die Hand schnell weg, während sie weiterging, ohne sich umzuschauen, in der Gewissheit, dass ich ihr nachsah. Vielleicht wollte sie meinen Blick sehen. War er überrascht, gleichgültig? Ich hatte Mitleid mit Adelaide. Plötzlich sah sie sich allein auf der Welt, aus einem Flugzeug springend, ohne Fallschirm. Sie drang in einen Kreis voller Unsicherheit ein, fand mich nicht. Oder besser gesagt, sie fand den Mann nicht, mit dem sie zusammenlebte, von dem sie abhängig war. Adelaide versteht meine Haltung nicht und ich kann sie ihr nicht erklären. Wir schalteten das Licht im Zimmer nicht ein, wir zogen uns im Halbdunkel aus. Die Wäsche kommt auf denselben Platz.
Der Schlafanzug, das Nachthemd, die Strümpfe, trotz der ständigen Schwüle sind ihre Füße immer sehr kalt. Wenn wir eines Tages erblinden, werden wir uns weiter ungezwungen durch die Wohnung bewegen. Wir kennen jeden Millimeter. Die gebügelte Wäsche auf der Kommode. Jeden Abend räumt sie alles ordentlich in die Schubladen, bevor wir uns hinlegen. Und für Augenblicke breitet sich der sanfte Geruch von Sonne, Seife und Naphthalin im Zimmer aus, während aus den alten Schubfächern noch immer der lang anhaltende Zederngeruch aufsteigt. Wir tun so, als schliefen wir. Wir schweigen. Ich merke, dass sie etwas sagen möchte. Sie versucht es und sagt doch nichts, wirft sich unruhig hin und her. Bis gestern wusste Adelaide alles von mir, konnte vorhersehen, was ich sagen würde, kannte meine Gästen und meine Zeiteinteilung. Jetzt beschämte es sie, dass wir im gleichen Bett liegen. Ich bin ein Unbekannter. Ich fühle, wie mein Gesicht brennt, die Haut ist heiß, mein Herz pocht. Ich mag diese Frau, möchte ihr dies ersparen. Zu anderen Zeiten hätte sie mir Fragen gestellt oder einen Scherz gemacht und gelacht. Jetzt aber zeigt sie Angst, zieht sich auf ihre Seite zurück, fällt fast aus dem Bett. Wir hörten es beide und setzten uns abrupt auf. Jemand lief über die Terrasse. Ja, natürlich, mit festen Schritten. Und versuchte nicht einmal, es zu verheimlichen, sondern lief, wer es auch sein mochte, normal hin und her. Das war kein Tier. Tiere haben einen leichten Gang und außerdem, was ist das für eine Illusion, an Tiere zu denken? Hast du das gehört? Natürlich, bei so einem Lärm. Was sollen wir tun? Wir werden sehen. Sehen, bist du verrückt? Und wenn es ein bewaffneter Dieb ist, mach das Licht an, dann erschreckt er sich. Lieber rufen wir den Zivilitärposten an. Ach ja, und wenn sie nichts finden, kriegen wir eine Strafe. Wie spät ist es? Wie soll ich das im Dunkeln sehen? Wenn es nach zwei ist, können wir kein Licht anmachen. Es ist ein Notfall. Und wie sollen wir das nachher beweisen? Wir hatten geflüstert. Unterdessen war das Geräusch schwächer geworden. Plötzlich sprang ich aus dem Bett. Was sollte das alles? So etwas Lächerliches. Ich wurde zu Hause bedroht, konnte nicht einmal das Licht einschalten, geschweige denn jemanden rufen, um mich zu schützen. Ich schrie aus voller Kehle, so unverhofft, dass Adelaide erschrak. Ich schaltete das Licht ein und sah auf die Uhr. Sie stand. Zum zweiten Mal. In wie vielen Jahren? 20 etwa. Adelaide hatte ihre Stelle aufgegeben, als die Uhr zum ersten Mal kaputt war. Wir aßen in einer Pizzeria und vergaßen die Reparatur. Damals war ich unruhig und ließ das Radio an, um die Uhrzeit zu erfahren. Adelaide hängte sich den ausgeblichenen gelben Morgenrock um. Wie blödsinnig, wer wird denn bei dieser Hitze auf ihren kurzen Schlafanzug achten? Die Nachbarinnen laufen mit nackten Beinen in Shorts herum und man kann nicht gerade behaupten, sie seien noch junge Mädchen. Hier gibt es keine. In diesem Gebäude sind die Frauen alle an die 50 oder 60. Ich legte meine Hand auf ihre Schulter. Sie lehnte sich an mich. Der Flur war voller Leute mit besorgten Gesichtern. Einige öffneten sogar vorsichtig die Tür, sahen nach, was vor sich ging, versammelten sich. Große Unruhe. Alle hatten es gehört. Das Geräusch auf der Terrasse war laut. Das konnten nur Menschen sein. Was taten sie da? Sie haben einen gefasst. Ach was, der Kahlköpfige ist geflohen. Wie viele waren es denn? Was weiß ich, ich glaube so um die 10. Viel mehr, ich habe das Geräusch oben vom Sinken gehört. Ist jemand hinaufgegangen? Die Gebäudekommission. Und was haben die dort gemacht? Keine Ahnung, lasst uns warten. Haben Sie den Posten gerufen? Die sind mit anderen Fällen beschäftigt. Sie haben nicht genug Fahrzeuge. Das gefällt mir gar nicht. Es gibt zu viel Fremde in diesem Distrikt. Was ist denn mit der Kontrolle der Marken? Was heißt hier Kontrolle? Nichts da. Kann einer vielleicht was dazu sagen? Schnell, die Kommission ist bei Donna Alcinda. Haben Sie einen gefasst?
Schlimmer, viel schlimmer. Die haben entdeckt, was los war. Die Wohnung von Donna Alcinda lag 2 Stockwerke tiefer. Die Treppen waren überfüllt. Auf den Fluren hörte man ein Gemurmel, als sei das ganze Gebäude aufgestanden. Aber alles undurchschaubar, denn widersprüchliche Informationen gingen von Mund zu Mund. Man wusste nie, ob das, was bis zu einem gelangte, auch wirklich stimmte. Haben Sie gesehen, was Sie gemacht haben? Was die gemacht haben? Wer hat was gemacht? Wo haben Sie denn was gemacht? Es gab Leute, die einfach nicht verstanden, was los war. Frage prallte auf Frage, niemand konnte sich etwas zusammenreimen, alle waren aufgeregt, jeder gab ein Stück Tatsache weiter. Alle Tatsachen zusammengenommen ergaben jedoch keine vollständige Situation. Daher wurden alle noch nervöser. Sie haben einen Schlauch gefunden. Sie haben einen Schlauch gefunden. Hatten Sie den Schlauch verloren? Wem gehört der Schlauch? Waren Sie im Wassertank? Haben Sie den Schlauch im Wassertank verloren? Was hat denn der Schlauch im Wassertank zu suchen? Im Wassertank, aber der Tank steht doch auf der Terrasse und die ist versiegelt. Sie haben das Siegel aufgebrochen. Wie fürchterlich. Wie sollen wir das den Zivilitären erklären? Wir werden Anzeige erstatten. Und wer wird uns abnehmen, dass nicht wir es waren? Die Gebäudekommission wird eine Aufstellung über Verluste und Schäden machen. Sie haben viel Wasser mitgenommen. Wasser haben Sie mitgenommen? Wer hat Wasser mitgenommen? Auf der Seite des Gebäudes liegt ein Schlauch. Haben Sie Wasser gestohlen? Das gefällte gerade noch, dass Sie uns Wasser stehlen. Waren es die Kahlköpfigen? Sie sträuchen so viel herum. Jemand hat eine Uniform des neuen Heeres gesehen. Das kann ich nicht glauben. Haben so viel Wasser mitgenommen? Mehr als einen halben Tank. Ein Glück, dass der Schlauch geplatzt ist. Das hat ganz schön Krach gemacht und Sie sind weggerannt. Sonntag haben Sie im Gebäude an der Ecke Wasser gestohlen. Da gibt es nur eine Lösung. Scharfschützen engagieren. Wasserdiebe zu töten ist kein Verbrechen. Es ist nur schwer zu beweisen, dass die Wasser gestohlen haben. In vielen Gebäuden schlagen Sie nämlich selber zu. Sie brechen die Tanks auf, nehmen das Wasser heraus und rufen die Zivilitäre. Bevor Sie jetzt den Diebstahl untersuchen, prüfen Sie erst einmal bei den Bewohnern selber nach. Nachdem unsere Unschuld bewiesen ist, gehen Sie zur zweiten Etappe über. Aber bis dahin ist schon viel Zeit vergangen. Es lohnt sich erst gar nicht, Anzeige zu erstatten. Das bringt nur Ärger. Morgen muss dann das ganze Haus hinter einem Führungszeugnis herlaufen. Niemand hat Zeit oder Geduld dazu. Lasst nur, wir versammeln uns lieber und überlegen. Morgen wird die Kommission den Reservetank ausmessen und die Quoten zuteilen.